Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Essens-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist die größere Variante, die Make My Heart Sparkle Adventskalender. Geschichte für 36,95. Man kann den kaufen im Busi-Shop. Ich habe auch gesehen, dass man den im Müller kaufen könnte und sich dann quasi nach Hause, nein, ja, vielleicht auch nach Hause schicken lassen könnte, aber vor allem in die Filialen. Und nicht nur ich stelle ihn vor, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut gerne wie immer bei ihr vorbei. Und hier schauen wir auch mal so ein bisschen, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis aussieht. Bei der günstigeren Variante sah das schon alles relativ gut aus und auch der Inhalt hat mir schon gut gefallen, der hat echt Spaß gemacht. Und hier haben wir auch wirklich so ein Buch halt auch wieder, ne? Genau, so schaut es aus. Finde ich persönlich jetzt für die Weihnachtszeit, ja okay, kannst du halt so hinstellen und dann kannst du da die unterschiedlichen Sachen dir rausnehmen. Ist süß, ne? Genau, so waren ja auch, glaube ich, die Internetbilder. Und ich werde das aber so machen, dass ich den vor mich hinlege und ihr dann im Hintergrund die Produkte seht. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Würde ich mich echt freuen. Und ja, also der soll jetzt noch ein bisschen krasser sein als der andere. Süß ist er auf jeden Fall auch von innen, ne? Da haben wir auch schöne Muster drin und so. Genau, wir starten am 1. Dezember. Und da haben wir etwas drin, was mich auch so ein bisschen an andere Adventskalender erinnert. Das ist der PH Reacting Lip Glow. Yay, also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt Luftsprünge mache. Das wird nämlich bei mir sowieso Barbie Pink, ne? Was ich aber süß finde, ist, dass wir halt hier so diese Sparkles drin haben. Das ist schon festlich, ne? Das ist schon hübsch. Und wie viel Gramm haben wir denn hier drin? Achso, und das weihnachtliche Design hier drauf finde ich auch sowieso richtig toll. Hier sind 3 Gramm drin. Ja, manche Produkte sind ja auch sehr, sehr fest drin, sodass ich hier so ein bisschen auch so eine Aufmachhilfe mir nehme. Da haben wir richtig nice den Creamy Eyeliner drin enthalten mit 1,2 Gramm. War das nicht bei der Emily in Paris Edition auch mit dabei? Ich meine, dass sie das dann quasi nur in einem anderen Design jetzt rausgebracht haben. Genau, dann haben wir nämlich hier einen Pinsel drin enthalten und auf der anderen Seite ist das quasi der ja, cremige Eyeliner, der... Wie soll ich das sagen? Gel-Eyeliner. Ist ganz süß, kann man auf jeden Fall machen. Ich finde, man braucht dafür aber schon ein bisschen mehr Übung. In den Kläppchen steht auch was drin. December, Happy December, okay. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir einen Soft Touch Eyeshadow Pencil drin enthalten. Finde ich auch immer gut, dass Essence das natürlich bei den Adventskalendern mit reinmacht, weil man kann halt auch nicht davon ausgehen, dass die Person, die den Adventskalender öffnet, schon sowas zu Hause hat. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, vor allem weil wir ja alle wissen, dass wir in diesem Adventskalender auch eine Lidschattenpalette bekommen, das wonach wir immer gerufen haben. Und ich finde, der fühlt sich richtig toll an. Ich finde auch dieses Violett wunderschön. Und ich mag auch die Qualität von den Essence-Pinseln sehr, sehr gern. Hier haben wir die Nummer 4. Okay, also es ist so, dass, also ich merke es jetzt immer mehr, ne, dass man sich jetzt nicht unbedingt beide Adventskalender kaufen muss, weil es sind dann ein paar Doppelungen drin. Da habe ich zum Beispiel hier den Silky Eyeshadow Topper mit 1,5 Gramm. Ist ja eigentlich ganz schön, ne? Das machst du dir halt quasi über deinen Lidschatten drüber. Es hat keine eigene Basisfarbe und dadurch bringst du einfach nochmal ein bisschen mehr Schimmer mit ins Spiel. Ja, es sind doch wirklich einige Doppelungen. Am 5. Dezember habe ich hier den Mini White Glitter Nail Polish nochmal mit drin enthalten. Ich finde ihn wunderschön. Also das ist auch so eine Farbe, die würde ich mir über so einen schieren Nagellack drüber geben, über den Ballet Slippers zum Beispiel, ne, von Essie. Und da sind 5 Milliliter drin. Ist ganz süß. Und da haben wir auch so, ja, sowohl blaue als auch rosane Sparkles drin. Das ist so ein bisschen perlmuttmäßig plus ein bisschen sparkly. An Nikolaus darf es gerne was Besonderes sein und hier packen die auch wieder einen PH Reacting Blush Stick mit hinein. 5 Gramm haben wir hier drin enthalten und das ist ein Produkt, was so lila ist und wenn es dann halt mit der Haut in Kontakt kommt, verfärbt sich das. Bei mir sieht es aus wie Barbie Pink, sowohl auf den Lippen als auch auf den Wangen, leider. Aber ja, das hatten wir auch schon mal in der Limited Edition mit dabei und finde ich ganz cool, dass sie das einfach hier so reingepackt haben. Oh, das ist spannend. Am 7. Dezember haben wir ein Tool drin und zwar ein Lash
Separator. Das ist ein Wimperntrenner. Sowas verwende ich tatsächlich auch relativ häufig. Ich mache mir auch immer sehr, sehr intensiv Mascara drauf und manchmal verkleben die Wimpern dann doch ein ganz kleines bisschen zu viel. Und dann kommt so ein Tool, halt richtig cool, weil, ja, das ist halt so zusammenklappbar. Du hast hier oben diese Zacken und dann kann man sich das ansetzen und dann quasi so durch die Wimpern ziehen, damit die Klümpchen rausgehen. Und ich glaube, es ist ja auch relativ in, diese super sleeken, getrennten, aufgefächerten Wimpern zu haben. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sowas in deinen Adventskalender mit reinzupacken. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Nicht nur, weil es sich so wundervoll reimt, sondern auch, weil Mr. Bau, der gerade neben mir liegt, da an dem Tag Geburtstag hat. Meiner ist jetzt leider ein bisschen hochgedreht oder umgefallen, ich weiß es nicht. Der Eyelighting Pen mit 2 Gramm ist das einmal hier. Den kann man verwenden für den Innenwinkel oder man kann ihn komplett aufs bewegliche Lid geben oder an die Augenbraue oder so, ne? Ja, und der bringt dann halt nochmal ein bisschen Schimmer rein. Ist in Stickform, ne? Kann man auf jeden Fall immer so gut verwenden, denke ich mal. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine sehr kleine Version von dem Nail Repair Balm freuen, mit 5 Millilitern, mit Sonnenblumenöl und Squalanen. Das ist wirklich winzig klein, Leute. Warum packt ihr das denn in den teuren Adventskalender in so winzig klein rein? In der Nummer 10 darf es mit einem Tool weitergehen, und zwar ist es das Lip Scrub Pad. Das ist per se gar nicht so verkehrt, ne? Kann man verwenden, um quasi seine Lippen zu peelen, kann man aber auch verwenden, wenn man möchte, um einfach seine Pinsel damit zu reinigen. Weiter geht die wilde Reise am 11. Dezember, das ist die erste Schnapszahl. Hier haben wir den Lipstick Crayon drin enthalten, den hatten wir auch schon in der gleichen Farbe mal gesehen. 1,2 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, das ist einfach so ein Stift, den man dann auch anspitzen kann. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Ne? Also mag ich auf jeden Fall auch gerne leiden. Ist so ein bisschen mein Lipspot Better. Und schon sind wir bei der Halbzeit. Am 12. Dezember haben wir den dazu passenden Lip Liner drin enthalten mit 1 Gramm. Das finde ich schön, dass man das auch so direkt hintereinander hat. Und ein Lip Liner ist so ein bisschen dafür da, dass quasi der Lippenstift oder der Lipgloss, was auch immer man sich so aufträgt, nicht so in die Lippenfältchen reinfließt, ne? Und das alles ein bisschen ordentlicher aussieht. Der 13. Dezember macht ihr auf jeden Fall mit einem himbeerigen Red Nail Polish, ein Mini Red Nail Polish mit 5 Millilitern weiter. Das ist einmal dieser hier, ist halt so ein pinkes Rot, würde ich sagen. Und wieder halt auch dieses süße Weihnachtsdesign. Am 14. Dezember erwartet uns noch ein Pinsel, und zwar der Soft Touch Eyebrow Spoolie. Auch den hatten wir letztes Mal drin enthalten und den finde ich auch sehr, sehr nice. Den kann man wirklich gut gebrauchen und der ist hier so komisch reingepackt. Genau, den kann man hier so gerade machen und hat halt auch diese Soft Touch Anpack-Stil-Sache, ne? Ist ganz süß. Ich verwende den halt für viele Dinge, sowohl wirklich für die Augenbrauen als auch für die Wimpern manchmal. Dann um Glitzer-Fallout wegzumachen, um gesmatschte Mascara zu entfernen, um Foundation aus meinen Fältchen zu wursteln. Das ist halt echt so ein Allrounder-Produkt bei mir. Am 15. Dezember kredenzt uns der Adventskalender ein Kajal, und zwar ist das 1 Gramm und das ist so ein schimmerndes Braun. Also den kann man halt vor allem als Eyeliner, glaube ich, echt gut tragen. Ne? Ich glaube, das kommt ganz gut. Auch hier wieder ein Holzstift zum Anspitzen. Und das ist dann eher so eine softe Variante von einem Kajal oder Eyeliner. Ne? Und halt nicht so hart wie ein Schwarz zum Beispiel. Wobei wir hier ja auch schon einen schwarzen Eyeliner mit drin hatten. Ne? Mal gucken, vielleicht haben wir hier auch noch eine Mascara drin. Das fände ich ja sehr nice. Hä? Hatten wir das nicht eben in klein? Nee, das ist Hand Care Treatment. Noch was anderes. 25 Milliliter. Das ist bekannt für uns, ne? Mit Shea Butter und Vitamin E. Ja, eine Handcreme darf in diesem Adventskalender nicht fehlen. Wir haben 2. Wobei das andere eher für die Nägel gedacht ist. Okay, okay, schreit mich nicht an. Eine Woche vor Heiligabend haben wir ein Lip-Tint hier drin enthalten. Auch das ist ein sehr beliebtes Produkt mit 4 Millilitern. Also ein Produkt, was jetzt halt auch aktuell super angesagt ist. Ne? Also ich weiß, dass Lip-Tints jetzt gerade sehr, sehr hart im Kommen sind. Dementsprechend freut man sich da sicherlich sehr drüber. Den swatche ich nicht. Sarah Isabel hat gesagt, wenn man das macht, hat man sehr, sehr lange einen Stain. Also passe ich hier ein bisschen auf. Das ist aber für die Lippen halt super toll, weil du da lange auch was von haben wirst. Und der hält und hält und hält. Ist jetzt kein klassisches Rot oder so. Das ist halt mehr so ein gedämpftes Rot, sehr gedämpftes Rot, fast schon Nude-Rot. Am 18. Dezember haben wir ein Täschchen drin. Okay, ja, Sparkling Heart Make-up Bag. Da kannst du dann wahrscheinlich alles, was du hier drin hast, drin aufbewahren. Ist süß, aber brauche ich jetzt nicht eigentlich im Adventskalender. Sparkling Heart steht hier auch dick drauf. Ja, ist süß.
Das ist am 19. Dezember hier ein Concealer Sponge Duo. Ich glaube, sowas kann man wirklich ganz gut gebrauchen, nur wenn man halt die jüngere Zielgruppe hier auch betrachtet, die dann auch eher nur Concealer verwendet und weniger Foundation oder so, kann man die damit ganz süß einarbeiten. Das ist halt einmal in so einem Lila und im Pink, also da sind zwei Stück von drin und ich glaube, sowas kannst du einfach gut verwenden und gebrauchen. Und das ist ganz gut im Adventskalender aufgehoben. Ich glaube, ich persönlich hätte es jetzt nicer gefunden, wenn die hier einfach einen normalen Make-up-Schwamm reingemacht hätten, aber ist halt Knuffigkeitspack. 5 Milliarden, ne? Aha. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir einen Baked Highlighter drin. Hallöchen. 6,5 Gramm sind hier drin enthalten. Das finde ich ja schon wieder spannend, muss ich sagen. Sehr, sehr spannend. Vor allem bin ich auch sehr gespannt. Ja, das ist sehr, sehr glitzy-flitzy. Man hat hier so einen richtigen Hubbel drauf. Ich swatch den mal. Fühlt sich aber gar nicht so trocken an. Auch so ein bisschen cremig irgendwie. Gucken wir mal. Ich verteile den auch bewusst ein bisschen breiter, ne? Der ist aber sehr, sehr schön. Ey, auch endlich mal ein Highlighter, der mir nicht zu dunkel ist oder so, weil der eine super transparente Base hat. Ich glaube, viele können den auch echt gut verwenden. Das mag ich. Zum 21. Dezember bekommen wir einen Nail Topper und zwar beziehungsweise den Mini Iridescent Nail Top Coat mit 5 Millilitern. Das ist halt einer, der halt auch wirklich keine eigene Farbbase hat, sondern wenn du den über so einen weißen drüber machst, hast du dann so einen Hauch von diesem Rosa und diesem Pink-Schimmer mit dabei und dann noch ein paar Silber-Sparkles dazwischen. Das ist schon schön. Derweil bekommen wir am 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend und die zweite und letzte Schnapszahl, ein Gesichtsprimer, was ich sehr schön finde. Hydrating Face Primer for an Even Complexion, 20 Milliliter. Ich sage immer wieder, dass halt solche Produkte gerne in Adventskalendern drin sein dürfen. Und es gibt am 23. Dezember, dem Tag vor Heiligabend, noch ein Lippenprodukt. Und zwar haben wir hier Shiny Lip Plumper mit 9 Millilitern. Das sieht doch sehr, sehr nice aus. Das ist so ein Tübchen und da haben wir auch einen Plumping-Effekt mit Minze wohl mit drin und halt auch hier wieder so ein paar Glitzerpigmente mit am Start. Das finde ich auf jeden Fall süß, dass man das auch so reingepackt hat. Passt zum Adventskalender. Süß. Keine Ahnung, warum ich gerade so geredet habe. Wahrscheinlich, weil ich sehr gespannt auf die 24 bin. Denn hier haben wir die Metallic Eyeshadow Palette mit 4,5 Gramm, die auch exklusiv wohl für den Adventskalender hergestellt wurde. Und hier haben wir 6 Töne drin enthalten, die richtig abgehen. Scheibenkleister. Das sieht viel schöner aus als online. Oh, wie nice sieht bitte dieser Topper aus. Dieser helle Schimmerton. Also dieser Schimmerton hier auf meinem Mittelfinger hat nochmal eine etwas, ich sag mal, pudrigere Konsistenz, aber nicht trocken. Die anderen Schimmertöne sind wie nass. Das ist so, oh Gott, auch dieser matte Ton. Die sind, also das ist ja... Ich bin gerade außer Rand und Band. Also wirklich, Leute, wie schön sieht das bitte aus? Mag ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne leiden. Also bei diesem Adventskalender bekommst du ja echt fast ein Fullface zusammen, ne? Das finde ich richtig nice. Die hätten meiner Meinung nach wirklich noch eine Mascara reinpacken müssen, weil dann wäre er noch krasser gewesen. Und vielleicht ein Puder. Ich glaube, dann hätten sie diesen Adventskalender aus den Händen gerissen wie sonst was. Ich finde aber wirklich, dass er auch mein Herz zum Sparkeln bringt und dass es ein schöner Adventskalender ist. Man braucht definitiv nicht beide Adventskalender. Also es reicht, wenn du dir zum Beispiel diesen hier holst, weil das wäre definitiv mehr so meine Empfehlung. Ich finde es richtig nice, dass wir hier Base-Produkte drin haben, die wirklich gar nicht so irgendwie sich orientieren, an welchen Turn man so hat, ne? Und dass wir hier einen Highlighter drin haben, dass wir hier einen Blush drin haben. Ja gut, PH Reacting, ne? Das ist halt einfach so ein Ding. Ein paar Lippenprodukte, ein paar Nagelprodukte, ein paar Base-Produkte. Das ist schön. Das ist richtig schön, was hier drin ist. Gefällt mir richtig gut. Absolute Empfehlung. Auch wenn er zwischendrin mal so ein bisschen gedämpft hat, weil man die Produkte halt einfach schon kann und ich mir gedacht habe, ey Leute, ihr könnt doch nicht den gleichen Adventskalender für einen höheren Preis rausbringen. Dann kommen die aber mit so einer Lidschattenpalette um die Ecke und haben also wirklich mich vollkommen geflasht. Das muss man wirklich sagen. Die Qualität ist unglaublich gut. Schreibt gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr happy, dass dieser Adventskalender so dieses Jahr rausgekommen ist. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!